Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen Sonntagsstream bei Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, wie immer, nicht grüßlich und ja, sag schon mal danke fürs Einschalten. Beim letzten Mal haben wir hier das hier aufgebaut. Jetzt ist die Frage, wir hatten doch da irgendwie was festgestellt, ne? Da war doch was. Warte mal, also wir haben hier Bruchstein, genau, der Bruchstein. Hier kommt der Kohle, kommt der Bruchstein, der geht dann hier hin, in die Fabriken, in das Lager, in den Rohstoffspeicher, dann haben wir Kies. Der Kies geht dann hier hin und hier kommen dann Chemikalien raus. Irgendwie hatten wir doch da noch was festgestellt, da war doch noch was. Ich erinnere mich da ganz dunkel dran, dass da noch irgendwas war, was nicht okay ist. Ja, stimmt, jetzt sehe ich es auch. Wir brauchen ja hier auch der, ich sehe es jetzt gerade ganz direkt, denn wir haben hier noch gar keine Kohle hingeschafft. Die Kohle muss ja hier auch irgendwie noch ran. Was ist denn das jetzt hier? So, mal kurz gucken. Ach, es ist wieder Schnee. Oh Kinder, nicht so viel Schnee. Ausgang ist Gott sei Dank da. Da könnten wir dann das so hin. 1, 2, 3, 4. Was haben wir denn hier? Füllen wir das erstmal auf. Den Rest sehen wir dann. Wie wir das Ganze dann noch wegtransportieren. Ich sehe gerade, das ist viel Stein hier. Wir haben übrigens 12 Millionen Dollar, 4 Millionen Rubel nur. Das ist gerade nicht viel. Da geht noch was. Elektrizitätsprobleme. Leck mich. Das läuft hier, das ist okay. Vielleicht brauchen wir noch mehr Öl. Noch mehr Züge, die Öl wegtransportieren. Die Strecke ist ja doch recht weit. Außerdem hier die Schiffe bringen ja auch nur begrenzt was. Ich glaube, wir bauen noch mal ein paar Züge daran. Was haben wir denn hier geholt? Was ist denn das für eine? Die BN8. Ach, haben wir noch hier. Ist ja interessant. Ist ja cool. Okay. Praktisch. Kapazität. Güter. 280. Und das, welche Farbe haben wir da geholt? Die roten, ne? Genau, die roten. So, wir brauchen eine Kapazität von 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du hast 2000, ja, das ist genau, also 8 von denen hier und dann passt das. Perfekt, so, ausgezeichnet. Die bringen uns dann auch nochmal Kohle. Hier haben wir, glaube ich, Bitumen. Ja, genau, hier Bitumen. Das Ding ist auch knüppelvoll. Also wir müssen mehr abtransportieren. 4 Millionen auf dem Konto ist ein bisschen low. Copy. Ist das immer so blöde überlappt, ne? Oh, lass mal laufen. Und den Rest kümmern wir uns gleich. Na, mal gucken, da kommt er raus. Können wir den anderen auch starten? Ja, wir können beide gleichzeitig starten, das ist gut. Müssen natürlich jetzt warten. Der steht natürlich jetzt ungünstig in der Weiche. Wenn ich den weiter vornehme, obwohl egal. Lass machen den erstmal voll hier. Wie ist denn der
Warte mal, muss man ganz kurz gucken. Jetzt haben wir dasselbe hier auch, ne? Mit den Bitumen. Ja, die haben dieselbe Konfiguration. Okay, dieselbe Config. Elektro. 52E. Das hier ist die BN8. BN60 ist die hier mit 3,6. Die hat 5,1. Die ist deutlich schneller. Wenn ich jetzt natürlich anfange. Ist das blau? Ich kann es so schlecht lesen. Ne, ist grün, ne? Schitte. Ist grün. Alt. Wenn ich jetzt anfange, die jetzt hier zu ändern, sprich andere Dinger drauf packe, die sich dann gegenseitig da wegholen, von der Geschwindigkeit. Oh, jetzt habe ich noch den Dings im Hintergrund laufen. Wie heißt es denn jetzt? Das E-Mail-Programm. Nummer Uno. Na, du fährst, du bist fleißig am Tanken. Ja, du bist auch fertig. Quatsch, Mann. Immer dieses Verklicken. So, die nächsten Züge, wie gesagt, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben. Ich brauche ein bisschen mehr Money. Definitiv mehr Money. 1, 2, 3. Eins. Ich glaube, ich habe zu viel gekauft. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, zu viel. Ich habe zu viel gekauft. 6, 7, 8. Ja. Ja, ja, ja. 7 Stück zu viel hier. Oder? Na, immer noch zu viel. Oh, muss ich die echt einzeln verkaufen, oder was? Oh, jetzt habe ich den ganzen Zug verkauft. Ich Hammelkopf. Oh, oh. Ah, Ed, was ist los mit dir? Ed. Ed. Was macht er denn am frühen Morgen? Das merkt man ist sonntags. Man merkt, es ist Sonntag. Ich finde das jetzt gerade. Wo bist du denn? Motorwagen. Ach, die haben auch schicke Sachen. Güter. Also, wo bist du denn jetzt? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt passt es. So, nur noch die Farbe einstellen. Machen wir so, komm. Passt, wackelt und hat Luft. Ja, beide sind am Start. Gebt mal Gas. Es hat uns wieder gerade ein großes Loch in die Kasse gerissen, aber ist egal. Kriegen wir schon denn hier meine Experimentierbahn? Und wie lange brauchst du noch, um voll zu tanken? Oh, du brauchst schon Ewigkeiten. Blockiert natürlich auch die anderen hier. Ist der da nicht? Wieso kann der denn nicht da reinfahren jetzt? Moment, irgendwas stimmt da nicht. Ich will die auf die Reise schicken. Ach so, weil das ein Dingsgleis ist. Verstehe. Kann er natürlich da nicht durchfahren. Ist okay. Gucken, ob die hier durchfahren können.
Ja, die müssten ja genau, die müssen fahren ja da. Ja. Und du noch, komm. Dann nehmen die jetzt ihren eigenen Weg und regeln das. Jetzt muss der warten. Ist aber nicht schlimm. Weil wir haben genug Zeugs. Aber der müsste auch gleich voll sein. Dann kann der nächste losfahren und dann kommt jetzt ein bisschen mehr Money rein. Ah, da fährt der Bitumen hier lang. Richtige Schneise. Der andere kommt schon wieder zurück. Ist natürlich jetzt nicht ganz so gut. Man müsste auch die Zugstrecken nur irgendwie austakten können. Kann man leider nicht. So, hier können wir noch anbauen, wenn nötig. Oh, das läuft. So, alles ist unterwegs. Sollte klappen. Gut, dann können wir uns jetzt mal wieder um die anderen Geschichten kümmern. Okay, der Drive da los, das ist in Ordnung. Bin immer noch nicht losgefahren hier, ne? Die stehen hier immer noch. Oh, wie lange brauchen die denn? Jetzt fährt der erst los. Komm, mach mal Platz, fahr schon mal los, damit der andere hier Gas geben kann. Der wartet nämlich auch schon. Jetzt kann der nämlich losfahren. Und dann müssten beide eigentlich gleichzeitig tanken können. Ja, das geht. Ja, zwei Züge tanken, der Rest muss warten. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht zu krass wird. Dass ich zu viel wegnehme. Muss man echt mal im Auge behalten, dass wir das immer genug auffüllen können. Oh, kurz, wenn der Winter vorbei ist, ganz ehrlich. So, jetzt kümmern wir uns mal um das andere Schichtchen hier. Ich muss mich auch mal um das hier kümmern, damit die Schiffe hier vielleicht ein bisschen besser fahren könnten. Auch wenn es Geld kostet. Machen wir mit. Dann können die Schiffe hier vielleicht ein bisschen besser, eleganter fahren. Und brauchen nicht mehr so eine riesen Kurve drehen. Vielleicht können die auch durch den Kanal dann hier fahren. Na, mal gucken, ob die jetzt... So, okay. Also, wir haben jetzt das Problem... Also es immer noch Winter ist. Moin. Hallo Lars. Grüezi. Dacht schon, du hättest verpennt oder sowas. Gut geschlafen? Also, wir müssen jetzt mal die Kohle hier rankriegen. Förder und Pipeline. Bin auch geredet mit... Ach, Lars. Ah, du bist ein Held. Warum machst du sowas? Ist geil. Gerade eben aufgestanden, ist geil. Böser Lars. Böser Lars. Wie kannst du nur so um die Uhrzeit auch erst aufstehen? Böser Lars. Fühl mich, als wäre ein Panzer mich übergefallen. Was hast du denn gemacht gestern Nacht, so mal, wenn ich mal fragen darf? Das ist ja... schon höchst verdächtig. kriegen wir dich hier drüber? Ja, ich kriege mich auch rüber. Warte mal. Ne, komm. Dich habe ich doch schon gerade gehabt hier. Da. Griechenland gespielt. Man kann Griechenland spielen. Okay, man kann Griechenland spielen, sagt er. Okay. Der Mann kann Griechenland spielen. Ja, ich weiß, was du meinst. Strategik meint wahrscheinlich. Ja. Wenn du das bis in die Puppen spielst, ne, bist du ja selber schuld dann. Warte mal, jetzt brauche ich. Momento. Da geht's rein, da wird's verteilt.
Er schafft maximal 2. Das ist doof. Da geht's rein und wird's verteilt. Er schafft maximal auch 2. Den da und dann den da. Problem ist. Okay, das, so wäre das in Ordnung, zumindest was das angeht. Na komm. Kannst auch gerne den da anschließen. Hallo. Ein bisschen zickelig hier. Jetzt habe ich Kacke gebaut. Wollte ich doch gar nicht. Hähnchenskinder. Da kommt's rein, da geht's raus. So. Machen wir einfach so. Hast es denn wenigstens geschafft, Lars? Griechenland. Da geht's raus. Genau, das ist okay. Da geht's rein. Ist okay. Okay, da will er jetzt nicht. Das ist aber, wundert mich jetzt auch gar nicht. Scooby-Doo, wo bist du? Na, was ist hier mit dir? Warum willst du da nicht so richtig, wie ich will? Hallo? Du darfst auch gerne hier andocken. Ich habe da nichts dagegen. Warum will der da nicht so ganz, wie ich will? Brückenpfeiler aufgrund der Infrastruktur darunter. Ja, ich sehe gar keine Infrastruktur. Die sind echte Helden. Was soll denn hier sein? Hier ist doch nichts. Das ist geil. Er sagt hier wer was. Also ich sehe hier nichts. Ist auch geil. Mann, ich kann ja auch anders. So ist nicht. Ich kann ja auch. Ja, Griechenland habe ich geschafft. Okay. Ja, so geht's nicht. Das war klar. So. Ach, da geht es komischerweise, ne? Das ist auch geil hier. Da geht es. Guck mal. Da will er. Hammer. Das ist wieder typisch hier. Typisch. So, wie war das jetzt mit dem... mit der Straße? Na und jetzt, bap, 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 kannst du da wieder nicht andocken, weil das nicht korrekt ist. Und das ist schon wieder scheiße. Muss ich nochmal wegnehmen. Ich muss die Straße wegdrehen. Und es klappt das wieder nicht. Wie war das, ne? Genau. Sah genau so rum. Das ist, glaube ich, besser. So, vorhin hat es geklappt. Jetzt klappt es wieder nicht. Okay. Da ist es mir eigentlich wurscht. Oder andockt. So. Mach als nächstes Kreta, okay? Kreta. Kreta. Da gab es auch eine... sag mal, ist das alles 100% historisch korrekt? Oder ist das nur so quasi Fantasy mehr oder weniger? Würde mich ja schon mal interessieren, ob das korrekt ist. Diese scheiß Nacht schon wieder, ist zum Kotzen. Na komm. Na komm. Oh, stell dich doch nicht so an jetzt hier. Meine Güte. Eben ging's doch noch. Das ist alles Geschichte nachgewiesen. Kannst du mal sehen, wie viel ich vergesse zwischendurch?
Ja. Ja, dann geht er aber an das da und das ist ja total dumm. So wäre schön, aber ich glaube, dann macht er wieder Stress. Ja, war klar. Ja, oh, Gott, ey. Meine Güte. Nervt mich das jetzt so ein bisschen hier? Will doch nur daran. Mann, der geht so, der geht so. Das ist der Standard, den wir haben. Ja, da will er auch nicht rüber. Warte mal kurz. Ist wieder schon so eine echt blöde Ecke hier. Und da ist schön. Da würde es gehen. Da würde er gehen. Den zweiten würde er gehen. Machen wir so. Egal. So, dann haben wir den verbunden und der ist verbunden mit Kohle. Oder? Nee. Doch, jetzt ist er verbunden. Wer bist du? Hä? Ach so. Ah, verstehe. Verstehe. Warum ist denn das jetzt wieder nicht verbunden? Ja. Eben ging's, ne? Ich hasse es, wenn das anzeigt und es dann auf einmal nicht geht. Es ist so zum Mäusemelken, ganz ehrlich, ey. Manchmal nervt's, ey. Komm, verpiss dich. Ah, jetzt geht's komischerweise. Das ist ja, wie gesagt, manchmal, da fasst man sich so ein bisschen an den Kopf, ey. Ich versuche jetzt da ranzukommen. Aber das hier könnte ein bisschen hart werden. Warte mal, wir haben noch da den anderen noch, ne? Haben wir nicht den hier? Der hier müsste doch gehen. Vielleicht geht der hier, aber das, ja. Warte mal, wir nehmen das mal. Schon wieder so eine echte Fummelei hier. So, machen wir MC Hardbart jetzt hier. Jetzt reicht's mir hin hier. Machen wir so. Wenn es geht, auch noch in schön. Und es geht in schön. Na endlich. Meine Güte. Was für eine schwierige Geburt. So, jetzt machen wir den... Hoppala. Den zweiten. Na, machen wir das jetzt so. Dann sollte das auch klappen. Perfekt. Geht doch. So, alles angeschlossen. Kies ist angeschlossen. Kohle ist angeschlossen. Müssen wir nur noch von da hier rüber und dann passt das. Und natürlich halt die Leute, die ja dann rankriegen. Aber auch das kriegen wir noch irgendwie gewurstelt. So, schnell mal eine Verbindung ziehen. Warum habe ich das eigentlich beim letzten Mal nicht schon gemacht? Frage ich mich jetzt gerade. Ja, das war klar. Na, mal gucken, ob wir da irgendwie rauskommen. In schön. Ja, nicht in schön, aber zumindest praktisch kommen wir raus. Ich sehe jetzt wieder gerade gar nichts durch die blöde Dunkelheit. Also wer auch immer die Nacht erfunden hat, ne, das ist echt ätzend. So, dich haben wir auch noch hier angeschlossen. Dich müssen wir auch noch irgendwie verkuppeln hier. Eieiei. Kriegen wir dich hier hinten rum? Theoretisch ja. Also du bist das. Und ich bin der. Wer bist du denn? Nee. Hallo? Und der ist da. Was? Wer bist du denn? Kommst du hier rum? Nein, kommt er nicht hier rum. Guck mal. Weil Kartoffelsalat, ich sehe aus, als hätte ich gerade einen Krampf... Was? Krampf? Kampf verloren, wie ich im Spiegel festgestellt habe. Heute Nacht gab es Gewitter bei mir. Aha, okay, Gewitter.
Ist ja an sich nichts Schlimmes, ne? Gewitter. Mal zu scharfe Kurve, was geht? Klemmen wir trotzdem an. Nur den haben wir. Jetzt brauchen wir dich jetzt noch, Kumpel. Es ist aber normal, dass man aussieht wie nach einem Kampf, weil, ne, ist ja so. Morgens. Kannst du da nichts dran ändern. Das ist ja nichts Schlimmes, sag ich mal. So, jetzt brauchen wir noch den Anschluss hierfür. Ich wollte gerade sagen Anschiss. Alter, ey. So, dann machen wir mal dich mal so. Da ist die Bahn übrigens. Die Bus-Dings da. Da geht's dann raus. Und dann nehmen wir dich jetzt so. So. Genau, Kohle. So, Kohle. Kies. Kohle, Kies. Es wird nicht transportiert, weil wir hier noch nicht produzieren. Korrekt? Genau. Wir produzieren noch keine Kiesgeschichten. Weil wir noch keine Leute hier haben, ne? Genau. Genau. So, den haben wir angeschlossen. Jetzt müssen wir nur ganz kurz zusehen, dass wir die Straßen auch noch irgendwie angedoppelt bekommen. Was ist hier los? Der da hinten will noch. Das ist wirklich ein Krampf jetzt hier. Gucken, wie wir das jetzt hier noch gewurschtelt bekommen, ganz ehrlich. Ich weiß es noch nicht. So, ich versuche jetzt mal von der Rückseite aus ranzugehen. Ich hätte jetzt schon wieder fast was Verkehrtes gesagt. Was mache ich hier eigentlich? Ich muss die mal downgraden. Ich setze hier nämlich gerade die verkehrten Straßen. Da wir hier bei Industriegebiet sind, werde ich hier mit Sicherheit keine guten Straßen hinsetzen. Dann müssen sie mit dem klarkommen, was sie haben. Okay, das passt. Das ist in Ordnung. Du kommst dann da raus. Sie können da durchfahren. Das ist in Ordnung. Aber dann machen wir mal einen auf den hier. Na, noch einen. Na gut, dann gehen wir nochmal einen weiter und dann machen wir den einen auf den hier. Also Max geht gerade tierisch ab. Der hat wieder seine richtigen krassen Träume, richtig, wo er fiebt dabei. Fiepen und zucken. Ich merke gerade, wie er so richtig tritt am Stuhl. Echt krass. Ja, sieht ja furchtbar aus. So, nehmen wir den. Nehmen wir den. Das passt auch. Sehr gut. Den haben wir auch am Start. So, und damit haben wir das. Vielleicht machen wir hier eine Buslinie. Bus-Dings. So, dann sind die auch connected hier. Wie ich es hasse, wenn es dunkel ist, ne? Aber so auf Kartoffelsalat hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch Bock, muss ich ehrlich sagen, Lars. Warte mal, bis der Tag anfängt. So auf Kartoffelsalat wäre schon ganz geil. Hätte ich jetzt irgendwie richtig Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Scheiße. Kacke. Lars, du bist schuld. Böser Lars. Käffchen, okay.